Ich erinnere daran, Karl Lauterbach im Winter mehrmals gesagt, nach diesem Winter ist man entweder geimpft, genesen oder gestorben. Er hat eine ganz klare Aussage gemacht, eine hetzerische, angstmachende Aussage. Wer nicht geimpft oder genesen ist, der ist tot nach diesem Winter. Schaut mal ganz kurz, fühlt euren Puls. Seid ihr noch am Leben? Ist es Bullshit gewesen? Wissen wir, dass es Bullshit gewesen ist? Wissen alle heute, dass es Bullshit gewesen ist? Und gleichzeitig ist der Angstmacher Nummer 1 in diesem Land. Man hört nach wie vor auf ihn, der jetzt ganz offensichtlich das nächste Narrativ: Wir werden alle untergehen, die Klimakatastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Wir müssen jetzt alle unsere Industrie runterfahren, ihr dürft keine Autos mehr fahren, alles sofort auf Elektromobilität umstellen und so weiter, um hier wirklichst wieder die nächste Agenda, die getrieben wird, durchzusetzen. Das ist meiner Meinung nach so offensichtlich. Es schlägt dir in die Fresse, so offensichtlich ist es. Ich weiß nicht mal, wie es möglich ist, das zu übersehen.